Moin Leute! So, ich will heute ein 1000 Abonnenten-Special machen. Das ist eigentlich schon überfällig, weil wir schon bei 1500, glaube ich, sind. Ja, das kam alles sehr überraschend. Ich wollte eigentlich was ganz anderes als 1000 Abonnenten-Special machen. Ja, ich musste mir jetzt eben schnell was überlegen. Ich habe mir eine Kranwaage gekauft, einfach damit ich mal eine Möglichkeit habe, auf dem Hof auch irgendwas zu wiegen. Ja, die nächste Waage, die ist ja, relativ weit entfernt. Ich wollte nicht wegen jedem Kleinkram immer damit zur Genossenschaft fahren oder so. Ja, deswegen habe ich mir die geholt. Die geht bis 3 Tonnen. Und ja, damit testen wir heute mal, was der Frontkraftheber heben kann. Und als allererstes möchte ich gerne gegen den Frontkraftheber antreten. Ja, natürlich nicht gegen die Hydraulik. Da sind wir uns alle einig, dass ich das nicht schaffen werde. Ich habe jetzt gesagt, ich betreibe den erstmal mit Druckluft, mit 10 Bar. Und nehmen den Wert mal 2 und versucht den zu schlagen. Ja, schauen wir jetzt mal, wie das so abläuft. Ich habe jetzt einmal drucklos. Einmal in den Spanngurt spannen. So, wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet. Ja, geht auch ein bisschen was. Ja, bei Druckluft ist das Problem, die Zylinder, die kleben, die brauchen immer eine gewisse Druckdifferenz, um den diesen Punkt zu überschreiten. Deswegen brauchen wir immer ruhig ein bisschen hochziehen und dann auf den Wert, wo er sich einpendelt. So, wir haben 62 Kilo. Ich habe gesagt mal 2, weil 62 Kilo ist ja kein, ja, wollen wir nicht drüber reden, ne? Das kriegt ja jeder gehoben. Ja, 62 mal 2, 124 Kilo, die sind zu toppen. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe. Bereit. Mal schauen, ob das was wird. Ja, 124 Kilo. Bin gespannt. Ich kann das leider jetzt auch noch nicht sehen. Ich werde das erst auf dem Video sehen können, ob ich es geschafft habe oder nicht. Seine Kampfkraft steigt immer noch. Jetzt beträgt sie schon 7000 und steigt weiter auf 8000. Wahnsinn! Rück mal raus mit den Daten. Wie hoch ist seine Kampfkraft jetzt? Sie liegt weit über 8000. Ah! Weit über 8000? So. Ja, ich gucke mir das mal kurz an. Ich weiß auch noch nicht, was ich geschafft habe. Ja, so. Das wird es auch gewesen sein. Soll ich mal selber jetzt vor, gegen die Hydraulik wollen nicht antreten? Bin ich jetzt selber mal gespannt, was die heben kann. Ja, wie gesagt, mit Pneumatik, das war eigentlich eine Spielerei. Ich wollte es ausprobieren. Ich war selber ein bisschen, ja, überrascht, wie wenig das bringt mit 10 Bar. Wir spielen bei so niedrigen Drücken so viele andere Dinge mit rein, dass der Frontkraftheber selber natürlich auch noch was wiegt. Das geht dann mit runter, die Waage wiegt was. Ja, und dadurch, dass es einfach Luft ist, Luft kann wieder verdichtet werden. Ja, gut. So, dann ich gucke erstmal, was der Frontlader heben kann. Ich habe das gestern schon mal ausprobiert. Den Frontkraftheber habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ja, das werden wir dann im Anschluss machen. Gut, also zum Frontlader, ich sage noch mal kurz, ich war selber ein bisschen enttäuscht. Ich dachte eigentlich, der schafft mehr. Aber ja, ihr werdet es gleich selber sehen. Gut, klemmen wir das Ding eben an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin gespannt, was der heben kann. Beziehungsweise, ich weiß es ja schon. Ja, kurz hier zum Aufbau. Ich habe ja alles an Gewichten auf dem Hof gesucht, was ich finden konnte. Ja, Betongewicht 650 Kilo, dann 22 Stahlplatten. Oh, was wogen die noch? Ich glaube 55 Kilo. Wo sind wir dann? 550, 1100, 1210, 1210 Kilo. Und noch ein Eisengewicht, das ist ein Unterflurgewicht.
wiegt, ich glaube, das waren 450 Kilo, glaube ich, waren das. So, da sind wir bei, die beiden zusammen, eine Tonne, zwei Tonnen, über zwei Tonnen. Ich habe noch ein paar von den Eisenplatten, die werde ich für den Frontkraftheber auf jeden Fall noch aufpacken. Weil der wird das denn sonst anheben für den Frontlader, reicht das erstmal aus. Ja, gucken wir mal, was der heben kann. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, ich bin vom Handhebeventil weggegangen. Ich konnte noch gerade 1205 oder sowas lesen. Ich werde es im Video sehen, wie viel er genau gehoben hat. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte eigentlich mal, dass er mehr heben kann, aber ja gut. Nützt nichts. Muss es akzeptieren, wie es ist. Und dann bereite ich jetzt mal eben alles vor für den Frontkraftheber. Und da bin ich echt gespannt, was der heben kann. Ich sage jetzt schon mal vorweg, ich weiß, dass der um die 2 Tonnen heben muss. Ich weiß es nicht genau, das waren alles errechnete Werte. Ich hätte mir 1,78 Tonnen errechnet, aber ich bin ein ganz kleines bisschen noch von den Maßen abgewichen. Deswegen weiß ich es jetzt nicht genau, ich habe mir das nicht nochmal ausgerechnet. Trotzdem will ich ganz klar dazu sagen, das, was hier an Wert gleich rauskommt, hat nichts damit zu tun, was ich dem Trecker in Zukunft zumuten werde. Allein wegen der Vorderachse, ich liebe diesen Trecker, ich will den ganz, ganz lange fahren und ich will auch nicht mutwillig irgendwas zerstören. Ich werde einmal testen, was der Frontkraftheber heben kann und danach werde ich nie wieder diese Grenze auch nur ansatzweise erreichen. Also, ja, nur um das vorwegzunehmen, ich sehe jetzt schon die Kommentare, die arme Vorderachse, bla bla bla, ne? Wissen wir alle. So. Ja, ich bereite das eben vor und dann schauen wir weiter. Leute, geil, es regnet. Es wurde auch allerhöchste Zeit, dass die Weide mal ein bisschen Wasser kriegt. Ja, aber ich schätze mal, so viel wird da auch nicht runterkommen. Ja, wird sich zeigen. Also Wasser können wir eigentlich nicht genug kriegen momentan. Naja, es ist zwar ein bisschen blöd, dass das jetzt regnet, es ist immer der falsche Augenblick, aber ich will mich da nicht beschweren. Also Regen ist super, ich freue mich darüber. Ja, wie man sieht, ich habe noch ein bisschen aufgestockt. Ich habe jetzt ja alles rausgeholt, was geht. Ich habe das eben gerade schon einmal getestet. Ich kann schon mal sagen, es ist ein bisschen weniger, als ich erwartet habe. Also der Wert ist super, der rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob der vielleicht auch weniger als 175 Bar drückt. Also 175 Bar steht im Handbuch drin. Das war der Wert, mit dem ich gerechnet habe. Ich habe leider meine Hydraulikanzeige noch nicht angeschlossen, die ich hier nachträglich eingebaut habe. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht überprüfen. Aber gut, ist halt jetzt so. Ich schätze mal so 170 Bar oder sowas macht er momentan. Ja, ich habe das Kranwagen jetzt da unten reingepackt, weil der Frontkraftheber natürlich nicht so hoch kommt. Ja, ich packe den mal eben da drunter und dann können wir es genau sehen. Ich hoffe, man kann die von da aus lesen. Das müsste eigentlich klappen. So. Ich weiß doch ganz genau, dass du mit deiner wahren Kampfkraft hinterm Berg hältst. Na schön, in Ordnung. Wenn du darauf bestehst, dann werde ich dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ich bitte darum. Ich würde zu gern mal sehen, was du kannst, bevor ich dich zermalme. Dann beobachte mal genau den Bildschirm von deinem hübschen kleinen Scouter, denn meine Kampfkraft wird jeden Moment die Skala sprengen. Das kann nicht sein! 110.000! Und sie steigt immer weiter! Das geht doch gar nicht! Jetzt sind es 120.000! Und sie steigt auf 130.000!
Ja, ich bin echt begeistert, wie das eigentlich so klappt. 1,7 Tonnen, glaube ich, waren das. Ich kann es gleich im Video nochmal genau sehen. Ich meine, das waren 1,7 Tonnen ungefähr. Das Gute ist, 1,7 Tonnen würde sogar hinkommen mit dem, ja, mit der originalen Fronthydraulik, die damals eingebaut wurde. Also nicht bei dem hier, aber die Baureihe hatte ja tatsächlich einen Frontkraftheber. Ich meine, da stand im Handbuch 1,78 Tonnen. Also das wäre tatsächlich sogar, ja, original, wie ich damit hinkomme. Ich muss zugeben, das war jetzt nicht beabsichtigt. Das ist Zufall. Ich kann noch mal kurz sagen, ich habe 70-35er Stempel eingebaut. Aber ja, wie gesagt, ich will in diesem Video eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen, wie ich das baue. Das mache ich in meiner anderen Playlist. Also ja, zum Glück sind da jetzt die letzten Teile gekommen. Ich kann noch mal kurz so zeigen, ich habe hier jetzt schon mal die Verstrebung. Die muss ich hier noch anschweißen. Ja, dass das Ganze dann abgefangen wird. Das hier ist jetzt auch nur provisorisch eben kurz angeschlossen, dass ich einmal kurz gucken kann, wie das Ganze funktioniert. Ich bin hier einfach an einen Frontlader rangegangen mit dem Steuergerät. Ja, dann kann ich nämlich demnächst einmal alles wieder auseinanderbauen und lackieren. Und dann kann ich ganz viel Spaß damit haben. Ich muss leider noch ganz viele Geräte genau anpassen. Das passt aktuell nur die Ackerschiene. Die Ackerschiene muss ich auch noch anpassen. Die passt da jetzt schon mal perfekt rein. Und der Grubber, der passt da rein. Dummerweise ist das ein Federzinkengrubber für hinten und der macht vorne gar keinen Sinn. Ja, muss ich mal schauen, was ich mir da noch alles bastel. Also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Das ist auch alles total zeitintensiv. Und ja, deswegen kommt da momentan keine Videos. Also ich habe auf jeden Fall mit dem Kanal noch mehr vor. Ja, dann werde ich auf jeden Fall das, was ich ursprünglich geplant habe als 1000 Abonnenten Special, werde ich dann wahrscheinlich 2.500 oder 5.000, ich weiß es noch nicht. Mal sehen, wie viele Abonnenten dazukommen. Ihr seid ja echt verrückt. Das ging ja ratzfatz. Mit einmal hatte ich in einem Monat 800 Abonnenten damit zu bekommen. Ja, und dann kann ich den ganzen Kram hier auch wieder wegpacken. Ich glaube, das mache ich morgen. Das mache ich heute nicht mehr. Geil, Leute, Regen. Oh, ist das schön. Es war allerhöchste Zeit. Oh, wie schön sich das auch im Wald anhört. Ist aber geil. Ja, gut. So, ich muss mal gucken, wann das nächste Video kommt. Weil, wie gesagt, das muss noch alles lackiert werden. Da ist noch so viel Arbeit drin, bis ich das fertig habe. Also es kann noch 2-3 Wochen dauern. Ja. Leute, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Oh, geil. Ich kann mich nicht genug freuen über diesen Regen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es heute überhaupt noch regnet. Ja gut, Leute. Haut rein. Ciao.